Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde, Mordors Schatten. Und als erste Amtshandlung möchte ich das Festmahl von Barfa dem Krieger unterbinden. Oh, ein Häuptling. Ist das Ronk? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe etwas gesehen. Waldläufer-Bube, ich bin dein Schlechter. Nett, dich kennenzulernen. Ja, mit... Damit meinst du wahrscheinlich, du bist schlechter als ich. Wir werden schon lang genug zu kämpfen haben. Oh. Sag ich ja, du bist schlechter als ich. Das wird wahrscheinlich gewesen sein. Was war das? Das war überhaupt nichts. Wenn das was wäre, dann hätte ich dir das gesagt. Sag ich doch. Edveno Orogwad. So, ich darf ja immer noch nicht die Maus benutzen. Ich hoffe, da kommt mal noch ein Update raus, dass ich die Maus wieder nehmen darf. So, Barfa. Wir wollen ja dein Festmahl kaputt machen. Also, Kampftodesstoß, Fernkampfangriff und kann ich sogar schnappen. Aber ich habe ehrlich gesagt vor zu versuchen... Brille. Jemand. Ich habe ehrlich gesagt vor zu versuchen, mir eine... Danke, Waldläufer. ...Errungenschaft zu holen. Und dafür muss ich diesen Typen vergiften. Mach ich später, wenn du nichts dagegen hast. Also Karagor und da liegen... Naja, das hole ich mir später. Ich könnte mir jetzt wieder Informationen holen, aber warum eigentlich? Hey, hey du! Schatz. Guck mal her! Da drüben hat sich etwas bewegt! Ja, guck mal, hier unten. Hier ist es. Sag ich doch. Ja. Festmahl. Von Barfa der Krieger. Oder Barfa dem Krieger eigentlich, wenn man es genau haben will. Dieser Hauptmann war der Link. Fleisch und Krog für alle Uruks! Trinkt! So, wie mache ich das jetzt am schlechtesten? Ich glaube, erstmal, indem ich den hier umbringe. So geht das ganz gut. Dann schalte ich die erste Brigade aus. Na, erste Brigade ausschalten. So, das war Brigade 1. Und jetzt kann ich... Ne, Brigade 2 ist noch nicht so gut. Aber ich kann mal hier runter. Es lässt sich einrichten, dass ich hier runter gehe. Na komm. Ja, komm. Ja, komm her. Schade, ich hätte eigentlich Schleichaufzehrung machen sollen. Waren wohl Ratten. Ja, ja, das waren Ratten. Alles gut. Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Na komm. Ja, komm hierher. Schleicht da jemand umher? Ja, hier hinten. Guck mal. Der hat mich gesehen, aber das wird er nicht mehr lange haben. Denn ich bin ja auch gar nicht da, ne? Das darf man... Als einziger übrig? Nein, noch nicht. Ach, der Typ hat mich echt gesehen. Ist ja unfassbar. Ja.
Ach, toll, jetzt der hat er den. Ja, der Waldläufer, schön und gut. Der Waldläufer ist gar nicht hier. Ich dachte, das wüsstest du. Ach Mann, oh, ich wollte dich doch gerade vergiften. Hey, hey! Oh, was willst du denn schon wieder hier, hm? Warum bleibst du nicht einfach tot? Das wüsste ich ja auch gerne, weil ich dich eigentlich gerade vergiften wollte. Oder muss ich dafür erst Zeug sammeln? Ist das Hitlers? Das ist nicht Hitlers. Ach ja, ich könnte dich einfach greifen, aber... Das will ich ehrlich gesagt ja gar nicht. Mal, so macht man das. Dem Pfeil bin ich wohl ausgewichen. Ja, ich habe zwar keinen Pfeil auf dich geschossen, aber das bist du. Ja, mein Handy wird gerade leer. Wenn ich auch... Ihr Mörder! Na komm, trink einen Schluck. Du hast den Grog ruiniert. Ja, ja, das war ich. Mal gucken, dann kriege ich ja gleich die Auszeichnung, die Errungenschaft. Na komm. Wir müssen uns jetzt vertragen, ihr Maden. Ja, der Waldläufer setzt uns schon genug zu. Ich brauche keinen Ärger von euch. Das ist das Problem, alle deine Maden sind tot. Er geht wahrscheinlich zu seinem zweiten Grogfass. Was ich aber auch noch schnell vergessen werde. Es ist ein Schleicher! Du bist ein Schleicher. Schmidtchen nämlich. So, der geht jetzt wahrscheinlich zu seinem zweiten Grogfass, richtig? Bin noch gar nicht da. Guck mal, wie ich nicht da bin. Du kannst ruhig Grog trinken. Das war knapp! Ja, das war furchtbar knapp. Na komm, trink einen Schluck. Oder auch zwei. Ich will nämlich diese Errungenschaft haben. Rock für alle! Heb das Glas. Und runter damit, mein Freund. Und was hast du hier hineingetan? Nichts. Alles. Gib einfach raus! Gut, ich... Ja, gut, das konnte ich nicht wissen. Wenn er sich, ich töte dich selbst, wenn ich muss. Wenn er sich wieder beruhigt hat, dann schnapp ich ihn mir. Beruhig dich erstmal, mein Freund. Ja, ja, du musst keinen Grog trinken. Das krieg ich. Wenn ich dich töte, so, wird jeder sehen, dass ich stark bin. Hier. Gib mir erstmal ein paar Pfeile. Und dann. Fest mal gelöst. Naja, definiere geflohen. Ja, ich hab ihn ja hier. Oder so. Naja, das wollte ich eigentlich nicht, aber na gut. Die kenne ich alle noch nicht. Was bist du? Bei was bist du? Bei... Ah, ich kann es nicht ausfindig machen, was das für ein Teil ist. Vielleicht, wenn ich ihn markiere? Pokémon ist neu... Nein, kann ich nicht. Schade. Egal, den hole ich mir trotzdem mal. Man kann ja nie wissen. Furcht vor Verbrennen und Furcht vor Mockkopfjäger. Naja. War eine gute Idee. Sie sollen mich aufgrund der unzähligen Toten kennen. Aber ich hätte mir vorher angucken sollen, was der Typ hat. So. Ah, Elbereth Glitoni. Als ihn seine Feinde überfielen, sang er die Hymne des Elbenvolkes. Es war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten.
töte alle Schützen. Gut, dann lasse ich das mit dem Kopftreffer halt mal sein. Denn das ist auch so schon kompliziert genug. Ich halte mich mal hier so ein bisschen in Sicherheit. Bis mein Fokus wieder da ist. Na gut, Fokus kommt zurück, dann kriege ich das vielleicht mit den Kopftreffern doch noch hin. Mit Fokus geht das eigentlich. Muss ich mich hier nur so ein bisschen versteckt halten, damit die mich nicht gleich abschießen können. Na komm, Fokus. Na komm zurück. Ja komm. Ja komm. Sind nämlich noch 4, wie ich sehe. Und wenn ich die alle mit Kopftreffer umlegen kann... Das zählt nicht. Schade. Dann kriege ich das nicht hin. Brauche ich hierfür eigentlich auch keinen Fokus mehr. Naja. Askar. Narvi fertigte für mich den Ring... den Ringschmied als Lohn für seine treuen Dienste. Du hast die Legende des Bogen Askar zur Hälfte vollendet. Askar wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde ihm eingraviert. Beende weitere Bogenmissionen, um die Legende um deinen Bogen zu vollenden. Juhu. Was ist das denn hier? Ist das eine Jagd? Okay, und das ist eine Blutrache. Aha. Ich habe mir heute mal vorgenommen, so ein paar Machtaufträge zu machen. Übrigens habe ich noch eine Fähigkeit frei. Sofortiger Todesstoß ist auch recht geil. Eigentlich. Aber ich muss erstmal... Drücke C und deine Aufträge... Nee. Was wollte ich? Das wollte ich. Das wollte ich machen. Oh. Was machen die denn hier? Hinrichtung. So, Nasu, der Furchtlose, will Torz den Frevelhaften oder andersrum, ich weiß es gerade nicht. Ja. Du hättest einer von uns sein können. Jetzt stirbst du. Nein, nicht mich. Lass mich leben, bitte. Das kann ich aber eigentlich nicht verantworten, dass der ihn umbringt. Oh, habt ihr das gehört? Nein. Ich sehe. Ich höre von nix. Lasst euch das anlegen. Es wird in eine Leere sein. Da ist ja noch einer für den Leichenberg. Ja, absolut. Aua. Gott, das ist der, oder? Ein alter Freund. Aufs Maul. Nicht beim letzten Mal, nicht dieses Mal. Du bist mein. So, du Spacko, du lässt den mal schön in Ruhe, denn den Typen hier, den kann ich nämlich mit einem gezielten Headshot umbringen.
Also, sag mir mal alles, was du über den, Hauptmann hier weißt. Krog Hinkebein. Im Übungsgelände. Unbeholfen, Fernkampf, Schleich, berittene Bestien, alles Mögliche. Aber du bist tot. Damit habe ich auch meine Rache. Denn nur wegen dem hier konnte uns der andere Kleine umbringen. Ja, nee, das war nicht. Du bist entsetzt. Dann bist du halt entsetzt, dann schaffe ich mich dich auch nicht. Ich ersetze dich nicht. Ich sag mal so, 2 zum Preis von 1, ne? So, wen haben wir denn hier noch? Die Bekannten habe ich alle schon, ja? Über die weiß ich alles. Habt ihr noch irgendwelche Leute? Ja, außer du, Redback, habt ihr auch keine Gevatter mehr? Ja, dann sag mir mal alles über den hier. Tarz der Schild. So, im Westen Durtangs. So, das war dann auch Tarz. Die nehme ich mir mal. Die nehme ich mir auch. So, was haben wir denn noch hier so? Da können wir den Widerstand helfen. Dem Widerstand helfen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ja, ich habe gesagt, dem Widerstand helfen. Also, deswegen. Ich gehe auch in die falsche Richtung. Als ich vorhin auf Patrouille war, konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtet. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das Snap auch gesehen hat. Meint ihr Gollum? Ja, ist gut möglich, dass er das war. Aber zuerst tue ich was für meine Überlebensherausforderung. Denn das ist eins von den Kräutern, die wir brauchen. Da vorne wären noch 2 von den blauen gewesen, die ich mir hätte holen sollen. Aber das Problem ist, da müsste ich in die Festung rein und ehrlich gesagt, noch nicht. Die Menschen verweigerten die Befehle ihrer Urukern. Rette sie, bevor sie hingerichtet werden. Guck mal, ob ich das schaffe. Das ist nämlich nicht immer so ganz einfach. Mit einem Angriff von oben soll ich die umbringen. Ja, wo bin ich denn gelandet? Sag nicht, dass ich hier verbuggt bin. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Das Alter, ich habe mich hier reingebackt, das gibt's doch nicht. Ich mag das auch nicht. Was glaubst du, was es ist? Keine Ahnung, wen kümmert's? Was auch Komm, lass mich raus ist, hier. Wir töten es, wenn wir es sehen. Hey, der Waldläufer. Ja. Ich würde ja gerne kommen, aber... Da gibt es ein Problem, das heißt verbuggt sein. Da war noch ein Geräusch. Na komm, holt mich hier bitte raus. Ihr könnt mich gerne anschießen, so viel ihr wollt, wenn ich hier rauskomme. Aber ich komme hier wahrscheinlich nicht raus. Hab ich da Auftrag verlassen. Komme ich dann wieder zurück oder bin ich immer noch hier drinne? Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich war... gefangen, wie ihr seht. Ich bin wieder zurück. Sehr gut. Und das heißt, ich bin nah an dem. Dagegen habe ich nichts. Ihr seid ein paar alte Felsen. Weiß nicht, was manchen Urks hier solche Angst einjagt. So. Jagd. Pugmadennest. Ich weiß zwar nicht mehr, was Pugmadennest alles hat, aber das werde ich schon rausfinden. Hier ist eure Beute. Na los, Jungs. Da muss ich erst nochmal gucken. Pugmaden ist für die Jagd an, ja. Aber Pug, was ist denn nochmal? Furcht vor Verbrennen und Furcht vor seinem Rivalen. Ich glaube, die kriege ich hier beide nicht. Die werden hier beide nicht auftauchen. Jetzt bist du voll cool. So wie ich das einschätze. Oh.
stirb! Na komm! Menschendreck! Ja, Menschendreck. Vielleicht bist du ja die richtige Beute für meine Jäger. Nimm die Beine in die Hand! Mal später vielleicht. Ich den Ghoul. Ich bin. Kann ich dich einfach greifen oder halte ich die Ghule davon ab? Gib deinen Verstand auf! Nein, die Ghule machen mir da nichts. Okay. Wer bist denn du? Bolk, der Giftmischer. Ist hier ganz in der Nähe. Fernkampf, Schleichen, alles Mögliche. So. Er hat wohl bei der Jagd versagt. Nicht so wie ich, würde ich sagen. Meine Jagd war ein bisschen erfolgreicher als die seine. So, da haben wir noch eine Blutrache, die können wir auch noch machen. Und nach der Blutrache ist dann Schluss für heute. Oder ich hole mir hier noch schnell. Ich befreie hier erstmal die Sklaven. Die haben das überhaupt nicht verdient. Danke. Ja, ja, mach du mal. Ich wollte hier erstmal den hier. Weil die Kohle... Nee, das ist eine Fackel. Na gut, ist es halt eine Fackel. Und dann nehme ich mir hier noch die Infos. Über... Den hier. Folge Menschenhetzer. Das sieht ja krass aus. Unbeholfen berittene Bestien. Apropos berittene Bestien. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ich den Karagor mal umwemsen. Denn der gibt ein paar Punkte. Da hinten habe ich gerade noch ein blaues Kraut gesehen, aber ehrlich gesagt, nee. Wer von euch hat diese kleine Kreatur aufgespürt? Ich war's toll, jetzt klingelt das Telefon. Okay, dann mache ich halt jetzt schon Folgenpause. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder.